große Hoffnungen auf den Titel gemacht, die Wiener Austria. Und die hatte auch einen neuen Trainer, den Gustl Starek. Für den Titelverteidiger allerdings, für Rapid, gab es gleich im ersten Spiel beim Aufsteiger St. Pölten eine ganz böse Überraschung. Und das ist dieses Tor, das gleich zu Beginn für einen Begeisterungstaumel in St. Pölten sorgt. Mario Kempes, der argentinische Weltmeister, erzielte es und überrascht mit diesem Treffer Herbert Feurer im Rapid-Tor. Dieses sehr schöne Tor noch einmal in Zeitlupe. Rapid gelingt zwar auch noch ein Treffer, und zwar durch Stojadinovic, aber das Tor wird wegen Abseits nicht anerkannt. Die Überraschung ist perfekt. Mit einer fantastischen Einzelleistung schießt Andi Herzog in der zweiten Runde vor 9000 Zuschauern im Hanapi-Stadion das Siegestor gegen Tirol. Aber Admira Wacker ist an der Tabellenspitze nach einem 2:1 über St. Pölten und als einziges Team noch ungeschlagen. Übernommen. Die Austria bleibt mit einem Sieg über den Sportclub an der Spitze. Rapid verliert gegen Admira Wacker 1:2. Dem deutschen Admira-Legionär Schaub gelingt dabei ein super Tor zum 1:0. Einen Punkt vor Tirol und der Wiener Austria, die nun zum 175. Derby zu Rapid ins Hanapi-Stadion muss. Und die Hütteldorfer, die noch nicht auf Touren gekommen sind, die sind nicht Favorit. Favorit ist die Wiener Austria. Und ein Mann löst ganz besondere Emotionen aus. Ein Ex-Rapidler, Gustl Starek, der nun auf der Trainerbank bei der Wiener Austria sitzt. Ja, und der Ex-Rapidler Gustl Starek auf der Betreuerbank der Austria, der hat diese Favoritenrolle angenommen. Austria versucht von Beginn an das Spiel zu machen, die Initiative zu ergreifen. Rapid etwas verunsichert, Rapid versucht mehr auf Konter zu spielen als das Spiel zu gestalten. Das ist Herbert Prohaska. Eine erste Möglichkeit für Ogris. Und zwar nach Vorarbeit von Stöger. Wieder Herzog. Gerstling. Herzog. Rapid versucht, die Krise der letzten Wochen abzuschütteln. Gerade der alte Derby-Gegner Austria ist eine enorme Herausforderung. Das ist Pfeffer, Ogris, sehr beweglich, Hörmann war das kurz, De Georgi im Mittelfeld, einer der besten Spieler. Pfeffer, De Georgi, noch immer De Georgi, Stöger, und das ist das 1:0 für die Austria. Zwei Austrianer waren frei, um dieses Tor zu machen, Berkutani und Stöger. Stöger erzielt das 1:0 in der 29. Minute. Mit einem Pass reißt Pfeffer die gesamte Rapid-Verteidigung auf. De Georgi wunderbar in Stellung gelaufen. Gutes Abspiel. Und Stöger das 1:0. Starek möchte natürlich, dass die Austria nachsetzt. Immer wieder Ogris. Berkudani. Und das hätte das 2:0 vor der Pause sein können. Pausenstand also 1:0. Und die Austria beginnt auch die zweite Hälfte sehr stark. Herrliche Raumaufteilung. Berkudani und Konse. Dann ein Freistoß für die Austria. Chuck, Berkudani. An die Stange von Ogris, da ist Berkudani. Und das ist das 2:0 durch Berkudani in der 51. Minute. Völlig verdient. Die Austria reißt immer wieder große Löcher in die Verteidigung von Rapid. Ogris an die Stange. Berkudani. Konsel schon das Gleichgewicht verloren. Und keine Mühe für Berkudani. Stojadinovic. Für Wilfurt, gut gemacht für Herzog, Riesenmöglichkeit für Rapid. Das war die Chance zum Anschlusstreffer durch Andreas Herzog, den besten Mittelfeldspieler von Rapid. Bei der Austria
Die Überraschung im Mittelfeld ist Josef De Georgi. Eine fast teamreife Leistung von De Georgi. Hier hat er Pech mit diesem Schuss nach einem Solo. Auch Prohaska, vor allem in der zweiten Hälfte, immer stärker. Die richtige Ergänzung für das junge Mittelfeld. Noch immer Prohaska, Berkutani. Prohaska. Und das ist das 3:0 in der 69. Minute, erzielt von Herbert Prohaska höchstpersönlich. Und wie er es gemacht hat, das weist ihn als den Klassenspieler aus. Noch einmal. Zuerst verliert er den Ball, Berkutani besorgt ihn noch einmal und Prohaska erzielt dann das 3:0. Austria schlägt Rapid mit 3:0. Und jetzt erweisen sich die Innsbrucker als die Mannschaft mit dem längsten Atem. Zwar gewinnen auch die Verfolger, aber der FC Tirol lässt auch Rapid keine Chance. Das 3:1 durch den früheren Rapidler Peter Backhol. Die Tiroler feiern mit 3:1 den ersten Sieg über Rapid unter Ernst Happel. Aber schon eine Runde später, Rodax erzielt beim 3:2-Sieg Admira Wackers über Rapid das entscheidende dritte Tor für seine Mannschaft. In der 28. Runde der Meisterschaft gelingt den Tirolern dann noch ein Kunststück. Erstmals nach 13 Jahren gewinnt die Mannschaft bei Rapid. Und es ist zugleich das erste Mal, dass Happel mit seinen Tirolern auf Wiener Boden siegen kann. Herbert Weber, vor ihm kümmert sich Karl Brauneder um Westerthaler und Schöttl um Packhut. Aber Rapid gelingt es nicht richtig, den Wind auszunützen. Hier mal Herzog. Foul von Löberbauer. Er ist anstelle von Linzmeier ins Spiel gekommen. Linzmeier, der schon der Nationalmannschaft gegen die CSSR nicht zur Verfügung stand, musste neuerlich verletzt ausscheiden. Gute Distanz, vor allem mit dem Wind, Herzog. Und einige Mühe hier für Lindenberger. Vladko Markovic versucht, seine Mannschaft anzutreiben. Guter Pass von Müller für Westerthaler und Weber knapp vor der Linie. Ja, dieser Christoph Westerthaler ist immens gefährlich und Karl Brauneder kommt mit ihm kaum einmal zurecht. Müller, Leiner, völlig alleine und 1:0 für den FC Swarovski Tirol in der 42. Minute. Wieder einmal ein Tor von Leo Leiner. Wir sehen es hier wieder einmal nach Vorarbeit von Hans Müller. Das 7. Mal von 8 bisher erzielten Toren der Innsbrucker bisher im Frühjahr. 1:0, das ist auch der Pausenstand. Gegen den Wind versucht Rapid jetzt etwas mehr Druck zu machen. Weitschuss von Kienast. Packhult, Löberbauer, noch immer Löberbauer, guter Haken, Packhult und an die Stange. Das war Pech für Peter Packhult. Gleich noch einmal Packhult, wieder Löberbauer. Wieder Packhult und diesmal das Außennetz getroffen. Zwei große Chancen jetzt für den früheren Rapid-Spieler, für Peter Packhult. Müller. Ja, jetzt hat sich die Abwehr Rapids etwas geöffnet. Müller für Westerthaler. Brauneder und dann Packhult. Und das ist jetzt das 2:0 in der 56. Minute. Brauneder konnte noch kurz abwehren vor Westerthaler. Aber dann Packhult. Und er vollendet zum 2:0, nachdem er zwei große Möglichkeiten vergeben hatte. Rapid versucht jetzt alles auf eine Karte zu setzen, versucht zu stürmen und öffnet damit den Tirolern den Platz.
Fakult. Hörtnagel. Herrliche Kombination und 3:0 von Hörtnagel in der 61. Minute. Eine super Kombination und großartig abgeschlossen von Hörtnagel, der den Ball über Torhüterkonsol ins Tor hebt zum 3:0 für die Innsbrucker. Fakult, Leiner. Noch einmal Westertaler und diesmal setzt sich Konsol durch. Eine Fülle von Möglichkeiten. Nach der Pause hat das Spiel jetzt deutlich an Schwung gewonnen. Bei Rapid jetzt der Wurz neu ins Spiel gekommen und Rodriguez anstelle von Wilfurt und von Franz Weber. Herbert Weber ist das. Kinas. Und Rodriguez mit seiner ersten Möglichkeit, aber die hat er vergeben. Rapid versucht jetzt noch einmal mit neuem Schwung zu spielen. Rodriguez, und das ist das Tor für Rapid. In der 73. Minute. Tor für Rapid, 1:3. Guter Pass von Herbert Weber. Rodriguez läuft gut in Stellung und schließt ab. Vielleicht haben sich die Tiroler jetzt schon etwas zu sicher gefühlt. Herzog. Rodriguez. Foul an Brauneder. Herzog und Kinas, er holt noch ein Tor auf in der 75. Minute, nur noch 3:2 für die Tiroler. Aber auch in der Schlussoffensive können die Rapidler dann den Ausgleich nicht mehr erreichen. Tirol gewinnt mit 3:2 und eine wesentliche Persönlichkeit war wieder einmal Leo Leiner mit dem Führungstor. Ja, wieder einmal das 1:0 gewinnen, das ist der erste Treffer und ich glaube, wir haben da verdient gewonnen. Aber es ist nochmal sehr, sehr knapp geworden. Ich glaube, wir haben uns das Leben sehr, selber sehr schwer gemacht. Nach 12 Jahren wanderte der Meistertitel erstmals wieder nach Innsbruck. Beim großen Wiener Derby zwischen Austria und Rapid ging es also nur noch ums Prestige. Aber vielleicht war das Spiel gerade deshalb so hektisch. Prohaska, gute Möglichkeit an die Latte, da hat der Pech. Und auch der Nachschuss bringt für die Austria nichts ein. Wirklich viel Pech hier für Herbert Prohaska und Herbert Weber. Schimpf. Sekelioglu. Wieder für Ogris. Und wieder ein Foul von Herbert Weber. Und jetzt hat er den Bonus des Team- und Rapid-Kapitäns. Und er hätte eigentlich hier die zweite gelbe und damit die rote Karte bekommen müssen. Knapp der Seitenwechsel. Und dann noch ein Foul dem Herbert Weber, der auch in Vertragsverhandlungen mit Rapid ist, reißen ja offenbar die Nerven mit Weise. Er schaut sich gar nicht um, jetzt muss er gehen. Knapp vor der Pause, nach dem Foul am Prosenik, geht Herbert Weber und enttäuscht wirft er die Kapitänsschleife weg. Nach der Pause spielt dann Rapid mit 10 Mann. Libero ist Reinhard Kinast und Herzog lässt sich hier nicht abschütteln. Gebiert Prosenik hier gegen Libero Obermeier. Macht das sehr gut, aber bringt den Ball nicht zur Mitte und eine Eckballmöglichkeit für Rapid. Pfeifenberger, Petzl ist da! Auf der Linie wurde kurz abgewehrt und Rapid führt mit 10 Mann in der 46. Minute im Horststadion 1:0. Schauen wir uns das aus der Torkamera noch einmal an. Wohlfahrt kommt hier nicht an den Ball. Pfeifenberger auf der Linie rettet hier Stöger, war fast ein Handspiel und Petzl staubt ab. Und die Rapidler haben mit 10 Mann sehr, sehr gute Möglichkeiten. Kranscher auf der linken Seite kann sich einmal lösen. Gute Flanke, Pfeifenberger, der Kopfballspezialist, völlig allein und war das der Matchball? Das 2:0 hätte wahrscheinlich alles gehabt. Wohlfahrt tummelt sich natürlich. Gleich kommt der Gegenzug der Wiener Austria. Herbert Prohaska jetzt etwas zurückhaltend. Er versucht aus dem Mittelfeld das Spiel zu dirigieren. Jetzt Pass hinüber auf die rechte Seite. Das ist kein Offside. Ogris geht an Konsol vorbei. Und der Ausgleich in der 73. Minute. Die Offside-Falle, man sieht beim Abspiel. Ogris nicht offside, klappt bei Rapid nicht. Konsol ist da draußen, kommt aber, muss zu spät kommen.
Und Ogris hat keine Mühe. Die Austria hat ausgeglichen. Und draufgebunden beim Rapidanfang hier hinter dem Tor von Michael Konko. Eckball für die Wiener Austria. Alles ist natürlich vorne. Pfeffer an die Latte. Glück jetzt für die Rapidler und den Nachschuss, den hält Michael Konko. Aber man muss eines sagen, Rapid gibt nicht auf. Dann ein schnelles Abspiel von Prohaska für Plewa. Abgefälschter Ball. Die Rapidabwehr steht zu weit vorne und das ist das 2:1 in der 84. Minute. Das scheint die Entscheidung in diesem wirklich jetzt spannenden und großartigen Derby zu sein. Noch einmal, Abspiel von Prohaska für Plewa. Chinas kommt heraus, von seinem Rücken bekommt der Ball Effe und geht genau ins Eck. Die Austria führt jetzt 2:1. Brauneder. Wir sind jetzt in der Torkameraperspektive. Abwehr hier. Munjakovic, Faultier Plewa, Schiedsrichter Prohaska steht daneben. Das war das erste gröbere Foul von Munjakovic. Und auch hier gibt es die rote Karte in der 88. Minute. Und Rapid jetzt nur noch mit 9 Mann. Klar, Aufregung bei den Rapid-Spielern, aber die Mannschaft gibt nicht auf. Die Austria hat, im Gegensatz zu vielen letzten Spielen, das Steuer diesmal herumreißen können. Wilfurt und Eckball. Die Austria führt also, hat dieses Spiel vielleicht schon gewonnen. 91. Minute. Eckball jetzt. Schöttl, der ins Spiel gekommen ist. Abgewehrt. Auf der Linie Stöger. Und im Nachschuss Wilfurt drüber. Die Wiener Austria, um vorwegzunehmen, gewinnt hier 2:1. Aber sie hat Glück, denn in der letzten Minute, in der Überspielzeit, rettet Peter Stöger auf der Linie. Der FC Tirol siegt in Dornbach mit 3:0 und Rapid verliert gegen Admira Wacker 1:2. Hier der Ausgleich zum 1:1 durch Schaub. Die letzte Runde wird damit vor allem zur Feierstunde für die Innsbrucker. Der Double-Gewinner verabschiedet sich von seinen Fans im wieder einmal ausverkauften Tivoli-Stadion gegen den alten Meister, gegen Rapid. Und Rapid verdirbt diese Meisterfeier ein wenig mit einem 3:1-Sieg. Hier das 2:0 durch Pfeifenberger und dann das 3:1, die endgültige Entscheidung aus einem Freistoß des jungen Huja. Damit ergibt sich folgende Endtabelle. Meister also Swarovski Tirol, Zweiter Admira Wacker. Admira Wacker ist auch der Teilnehmer am Europacup der Pokalsieger. Und im UEFA-Pokal vertreten Österreich die Austria, Rapid und die Vienna. Dahinter in der Tabelle der Sportclub GRK. Ich möchte eine junge Rapid-Mannschaft aufbauen mit jungen Rapid-Eigenbauspielern, denen ich frisches Blut zuführen werde. Ich werde das Ausländerkontingent bei Rapid drastisch abbauen und werde versuchen, eine sehr gute Rapid-Mannschaft von ganz bei Null zu beginnen und eine sehr gute Rapid-Mannschaft wieder aufzubauen. Ich bin mir dessen sicher, dass das natürlich nicht von heute auf morgen geht und es sehr, sehr viel harter Arbeit bedarf, das zu erreichen. Aber dafür bin ich hier, dafür möchte ich arbeiten und darum werde ich kämpfen.